So, bevor die Folge losgeht, verlosen wir wieder unter allen Kommentaren unter einer der Folgen einen Key zu Crazy Machines 3. Da sich der Gewinner beim letzten Mal nicht gemeldet hat, verlosen wir diesmal zwei. Und deswegen werde ich jetzt zwei Gewinner picken. Und zum einen haben wir da den JRB. Und zum anderen haben wir den Neil248. Meldet euch bei uns per YouTube-PN, also schreibt uns eine Nachricht über YouTube und dann schicken wir euch den Key zu. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ruf die Schweine und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crazy Machines 3. Wir befinden uns in der Schwerelosigkeit. Doofes altes Weltraumtaxi. Der Motor streikt gerade jetzt und ich habe doch einen wichtigen Termin mit einem attraktiven Gewicht. Mit einer attraktiven Gewichtheberin in einem Nachbaruniversum. What? Schlag mal mit dem Boxhandschuh gegen das Taxi. Okay. Passiert gar nicht. Not so much to do. Hä? Rocket launchen? Hä? Warte mal, der Ball müsste... Ach nee, wir sind in Schwerelosigkeit, ne? Ah. Nice Detail. Ich liebe es. Das Drehding. Genau. Sollte klappen. Nee, das blockiert. Nein, ja, nicht. Weitergehen. Boom! What the fuck? Boom! Das aber. Ich weiß gar nicht, wo es hingeht. Ja, gut. Hä? Das hat nur funktioniert. Du kannst ihn einfach wegmachen. Ich glaube, den braucht man gar nicht. Nö. Ich finde das nice, das ist wirklich schwereslos. Da habe ich gerade nicht drüber nachgedacht, dass wir ja wirklich schwerelos sind. Gab es das vorher auch? Nein. Schon mal? So slow. Mop. Mop, mop. 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 Aber Schwerelosigkeit ist auch ziemlich easy. Aber Laser fand ich mal bis jetzt am einfachsten. Ja, also weiß ich. Umgekehrte Schwerkraft. Klopft da jemand? Ups, ich habe wohl vergessen, das Tor für das Wartungsteam zu öffnen, damit sie wieder an Bord kommen können. Los, drück den Knopf. Was? Natürlich ist das der richtige Knopf. Hä? Ist jetzt wieder Schwerelosigkeit? Oder ist hier und da nicht? Ah, jetzt wird's. Jetzt gibt's den Brainfuck. Ich glaube nicht, dass der da schon sein soll. Aber. What? Ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen aber Metallfässer an die Löcher. Okay, ja, natürlich muss der schon sein. Ja. So, und jetzt muss man die Metallfässer in die Löcher reinstecken. Erstmal, jetzt müssen wir die erstmal. Ja, genau, die passen genau da rein. Also, die müssen wir jetzt erst auf die Dominosteine genau draufstellen, sonst knallen die gleich um. Oder so. Siehst du, jetzt müssen wir dann noch die passenden Dominosteine dazwischen stellen. No risk, no fun. Es fehlt aber ein Dominostein. Was hat es mit dem... Warum war da ein Dominostein? Manchmal passieren mir so Sachen. Köstlich. Das war nice. Das war nice. Da oh Gott, ich habe das Gefühl, ich glaube, das letzte Level wird der richtige Abfuck. Okay. Ein Korb im Weltall zu werfen ist eine komplett neue Erfahrung. Ändere die Schwerkraft, um den gelben Ball durch den großen Ring zu bekommen. Welchen Ring? Den, ne? Ah. Guck, wir haben ein Auto. Bist du dir sicher, dass wir da eine Rakete brauchen? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ey, das ist aber richtig. Hoch. Aber wir haben da rechts irgendwie noch Strom. Nee, das glaube ich nicht. Das ist wirklich übertrieben. Nee, der muss unten rechts, der muss den Baller durch die Röhre hauen. Hier. Ja, und? Mm. Also mit Strom sehe ich hier mal gar nichts, Andi. Doch. What is it? Aber die wird nicht ausgelöst. Mach einfach mal. Na gut. Aber da weiß ich nicht, mach einfach mal. Ich glaube, wir brauchen über lange noch für. Warum brauchen wir rechts für den Ball? Was? Wofür? Rechts für den Ball brauchen wir die. Rechts. Da? Ja.
Nice. Gut, Job, jetzt fliegt sie gegen die Kante. Niemals. Oh, doch. Ja, es ist auf jeden Fall alles schwerelos, das ist richtig. Aber ich. Wann geht das Ding hier? Ja, an? Wenn der Sender rechts angeht. Ah. Ist doch ganz klar, Kian. Ist doch ganz klar. Das ist doch nicht getickt, aber. Aber was ist mit dem Basketball? Weil das ein Team. Warum? Die muss gelauncht werden. Ja. Mach den weiter nach unten in Luftballon. Ja, nicht so weit, der muss ja schon noch an der Klappe ankommen. Ja, ich wollte mal testen, ob er den Rocket hier. Ja! Ja, warte, warte. Wie Sie sehen, als ob. Ich glaube, der Ballon muss einen weiter nach rechts. Ich glaube auch. Oder? Oder? Bewegt der sich noch? Der bewegt sich nicht mehr. Doch. Nein. Doch. Nee, der rollt zurück. Besser. Nicer, nicer. Nein. Aber es ist, glaube ich, nur eine Frage des Balls. Hä, es hat doch geklappt, oder nicht? Nein. Hä, doch? Nein, es war nicht da oben durchgegangen. Das war das Problem. Hä? Warum ist jetzt nicht schwer? Was hat sie gemacht? Machen wir die Boxertür da weg, da haben wir auch genug Zeit. Dass es, es scheint ja doch einen Random-Faktor zu geben. Ich war komplett raped. Aber ich habe doch an der Rakete nichts geändert gehabt. Es hatte noch nicht geklappt. Der war unten liegen geblieben. Oh, ich hatte gedacht, es hätte geklappt. Ich fand meine Rape-Rocket eigentlich ganz nice. Eigentlich könnte man sich den da sparen. Warum ist dein Klo? I'm in space. Space! Space! Raketenwissenschaft. Alles klar, ne? Ich habe einen komplett neuen Raketentyp entwickelt. Und diese Rakete ist ausschließlich für Clumsycorns angepasst. Angetrieben von einer hypermodernen Waschmaschine. Nach einem Testflug durch den Ring. Alles klar, ne? Also unten rechts ist die Clumsycorn-Rakete. Und links seine Kanone. Die Rakete schießt auf eine. Was ist da gerade passiert? Ne, der startet diese Rocket. Ah, okay, also das heißt, die Kanone ist noch komplett egal. Okay. Wir haben unten links haben wir TNT. Orange. Wo was ist der orangene Sender? Genau. Und der zündet die Rakete. Aber was zündet unsere blaue Fernbedienung? Das ist TNT. Na, ja, so, also hier, ne? Das ist die dunkle. Das ist der Hebel. Das ist der Hebel. Ja, aber hier ist nur eine Steckdose, ne? Genau. Der macht dann das T. Aber wir haben noch unten links einen grünen. Wo ist unser grüner Sensor? Genau, den muss er um. Genau da. Dann wird das CNT gezündet. Dann kommt brauchen wir einen Ball, der dann gegen die Fernbedienung fliegt. Genau. Dann macht's bip bip boom. Da können wir dann einen Ball losschießen. Genau. Frage ist, wie weit ist der Radius? Sollte reichen. Weiß ich nicht. Ich finde das besonders geil. Wow. Ja, und dann brauchen wir jetzt nur noch die Faust. Ja, easy. So? Ja. Gott, es gibt hier einen Audio-Bug. Boop. Es ist einfach so unendlich abwegig. Ich finde es nice, wie wir schon vorher einen durchführen. Hey. Du musst weiter nach links. Da sind zwei Stäbe, die das aufhalten. Vor allem, wie er es nicht direkt trifft. Das Geräusch hört man vorher gar nicht. Boom. No. Ach, jetzt genau, es geht hier oben rechts das Signal. Boom. Wie auch ein Randomchen gegentaumelt. Warum das ist so nice, dass sie jedes Mal wieder durchfliegt. Jetzt. Das ist quasi die Testmaschine. Umgekehrter Fall. Warte, woher wusstest du, dass die gelbe Rakete durch den Ring bringen sollst? Richtig, genau das ist deine Aufgabe. Hä? Hey, können wir nicht einfach starten?
Also ich glaube, wir müssen den großen roten Knopf da oben treffen. Der ist aber eigentlich gelb. Nee, die Rakete ist gelb, der Knopf ist rot. Captain Obvious! Wer hätte das gedacht? Captain Obvious! So, was ist das? Schloss, das sind Stecker mit Steckdose, okay. Blau. Was macht blau? Wo das ist ein blau? Knopf. Ja, aber. Das ist ein Knopf. Ja, aber der muss ja irgendwas starten. Ja, ein Knopf. Der kommt ins TNT. Was mit Strom gezündet wird, was jeder weiß. Gut, macht sogar Sinn. Büpp, büpp. Bup. Ich glaube, wir müssen da zwei Fäuste nebeneinander machen. Ja, Doppelfist. Doppelfist auf. Oder? Nee. Alter, der Sound, das gehört. Coole Leute lösen das Ding mit dieser Kugel aus. Das geht, glaube ich, nicht. Vor allem jetzt sonst wohin bewegen. Achso, was, aber. Was sollen wir jetzt überhaupt tun? Ja, was anderes. Keine Ahnung, was da passiert. Muss so sein. Was hat euch das, hat die Faust gerade ausgelöst? Keine Ahnung. Was hat das? Ich glaube, das ist das Level, wofür die Zeitlupe eingebaut wurde. So, warte. Piep. Ja, die schwingt. Also das Knatschen. Boop. Ah, da oben. Explosion. Ah. Smart Boys. Mal wieder fast, mein Freund. Fast und furios. Toll. Nächste Maschine. Maschine. Raketenrucksack für Clumsy. Clumsy ist bereit für eine Spritztour. Ich kann kaum erwarten, es ist ein R, das heißt Clumsy. Ich kann kaum erwarten, es ist ein Apache-Helikopter, es ist kein R oder sie. Alles klar. Es auf die Reise in das Clumsy-Versum zu schicken. Der Raketenrucksack braucht dafür ein Funksignal, um zu starten. Also müssen wir den pinken Knopf drücken. Ah nee, das ist wie der Captain Obvious hier, dass ich irgendwo einen Buzzer drücken muss. Ich glaube, auf die Plattform da links müssen wir eine Kanone stellen. Stecker. Kehren. Guck mal, ich glaube, ich guck mal, da oben ist eine Kanone. Ja. Captain Obvious. Die muss da hin zum Laser. Also das Level ist ja schon fast so einfach. Digga. Eine Wippe? Ah, da, zum Schalter betätigen. Genau. Und... Jetzt sollte was passieren? Ah, genau. Das Ding muss noch dann den Handschuh. Muss den Handschuh hauen. Sicher? Ja. So, dann haben wir es gelöst. Aber der Basketball löst sich noch nicht. Tut er gleich. Von? Der Explosion? Achso, weil die Gravity sich ausstellen sollte. Deswegen bewegt er sich. Den meinte ich. Achso, ja. Der bewegt sich, weil die Gravity ausgestellt wird. Nee, angestellt. Ja, meinte ich. Also ich weiß nicht, diese Levels sind gerade alle irgendwie Captain Obvious. Also entweder waren wir uns aber nur vorhin unglaublich... Also was ist vorhin? Wir nehmen uns gerade alles in einem Rutsch auf. Entweder unglaublich dumm eingestellt oder zusätzlicher Treibstoff. Nach einer Neuberechnung scheint es, dass der Treibstoff... wohl nicht bis zum nächsten Sonnensystem reichen könnte. Pack mal besser einen weiteren Kanister ein. Ja, das ist Hightech. What? Ich glaube ja, ja. Das ist irgendwie schon wieder Captain Obvious, so, wo das hinpasst. Welchen? Nee, warte mal. Wie kriegen wir... Wir müssen das Fass da irgendwie benutzen. Welchen? Das links, das Fass. Das muss irgendwie runterfallen. Das hat so einen Knopf da. Das heißt, der Ball muss irgendwie hin. Genau, jetzt müssen wir noch die Schwerkraft. What? Wo soll nochmal der Treibstoff hin? Wo ist denn der Treibstoff? Unten rechts. Warte, wenn wir Pink drücken, was passiert, wenn wir Pink drücken? Ich sag nur, wir haben auch noch eine harmlose Rakete. Wenn wir Pink drücken? Gute Frage, was passiert dann? Also wir müssen irgendwie Pink drücken. Aber wie? Wofür ist der überhaupt? Den habe ich hingelegt, glaube ich. Warte. Wie drücken wir Pink? Das ist richtig, auf jeden Fall.
Dafür stehe ich mit meinem Namen. Warte, wie ist denn die Schwerkraft am Anfang? Ist sie normal und dann zieht alles weg, ne? Außer die pinke Fernbedienung. Ja. Was macht der Knopf? Keine Ahnung. Er leuchtet. Oh, fällt denn der Ball danach hin eigentlich? Wir können den Ballon. Den Ballon. Wir können ein Basseng aus diesen beiden. Ach nee, oder können wir nicht. Ja, und dann? Da den Ballon immer drunter klemmen, dann steigt er in die andere Richtung, wenn die Schwerkraft umgedreht ist. Wenn das funktioniert, ne? Siehst du? Das sag ich doch. Und nun? Aber jetzt fehlen, hier brauchst du die Teile. Nö. War so. Ja, eins bräuchte man jetzt hier. So, ne? Nee, so. Dann. Jetzt war den Boxern schon noch davor. So egal, ob der ausgelöst wird. Du setzt den Boxhandschuh einfach neben oder mal weiter nach links, sonst geht die in die Halfpipe. So, und jetzt nimm das andere Ding weg und setzt damit den Boxhandschuh über den. Das ist die Rakete. Oh. Ja, oder so. Der Boxhandschuh muss da weg. Wofür brauchen wir den überhaupt? Rakete sitzt falsch. Muss man mal ausprobieren? Ah ne, das geht nicht. Wir haben, oder? Hier muss weiter nach oben. Ne, wir brauchen nur eine Kurve. Ne, das ist jetzt zu krass. Das geht nicht. Nein, wir müssen die Kurve einfach höher setzen. Nee, setzen wir die Kurve höher und jetzt ein bisschen weiter nach rechts, sodass der Scheitel ist hier auf den Scheitelpunkt kracht. Jetzt ein bisschen höher. Ich glaube, das ist zu tief. Ist zu tief. Ich glaube, es passt gar nicht. Doch, das muss passen. Ein bisschen höher. Aber dann. Ja. Und dann weiter noch nach rechts, sodass sie wirklich in die Kurve reinfliegt. Was? Weißt du, nein, warte mal. Ist das nicht vorhin umgefallen? Nee, das habe ich gerade geträumt. Doch. Nee, ich glaube, wir waren. Warte. Ja, schon Witz. Warte. Hau die weg. So. Wird sie jetzt ausgelöst? Ach so, war der Trick. Passt. Sind wir da noch? Warte. Ja? Jetzt läuft das ein bisschen höher. Bisschen tiefer. Ne, die sind ein bisschen tiefer noch. Tiefer. Ja. Alter, wir kommen ja nicht hier hoch, ne? Nee. Sonst haben wir irgendeine Kurve, die. So. Schade. Warte, das kriegen wir hin. Warte, lass mal kurz überlegen. Einfach die Kurve bis wir nach links. Nee, schau. Ach, scheiße, das Brett brauchen wir, ne? Schau, geh mal. Geh mal. So? Nee, geh mal hin. Wir brauchen Nein, das Brett. Ja, das meine ich ja. Schade. Wie ist es weiter nach rechts? Nee, links. Ja, genau. So war das halt. Nee, warte. Ah. Wir brauchen das Brett nicht. Doch, wegen der Kugel. Wir kriegen ihn auch anders rüber. Als ob. Die Slock hat die falsche Lösung. Das ist mir auch egal. If it works, I'm not even mad. So. Was? Passt da gar nicht hin, was? Der Ballon war am Weg. Und unten das Brett ist immer noch. Actually pretty close. Was? Was? Na, wir müssen die Schwerkraft noch aktivieren. Leute. Alter! Aber wo deaktivieren? Wir müssen das irgendwo auslösen. Wie? Ja, da. Lol. Captain Obvious. Also, diese Einhüllung war. Kilian ist ein Genius, denn er hat da eine zu kleine Lücke. Ja, aber sonst. Du kannst eins davon löschen. Ich kann nicht mehr die Rakete umleiten. Jetzt passt es aber nicht durch.
Meinst du? Ja, meine ich. Could you fucking Schön, dass du das meinst. Hätte ich mal um 5 Euro Steam-Spiel gewertet. Tja, hätte. So, Rakete ist weg. Trotzdem war unser Plan besser. Sind wir durch? Nee. Nee. Dachte eigentlich fast. Schwerkraft umschalten, ja, Korbwerfen. Jetzt, wie viele haben wir noch? Ja, die können wir jetzt noch machen. Ja. Nein. Schwerkraft umschalten, Korbwerfen. Ja gut, wir müssen einfach die Schwerkraft jetzt so triggern, dass wir durchkommen. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Sollen wir noch eine neue Folge machen? Ja, wir machen das in der nächsten Folge. In diesem Sinne bleibt es noch zu sagen, unter dieser Folge verlosen wir wieder einen Key. Verlosen wir nochmal einen Key. Und dann random bei Twitter noch welche wahrscheinlich. Ja, genau. Also, ja. Ja, genau. Irgendwie so kommentiert mal was und vielleicht schicken wir euch einen Key. Ding. In diesem Sinne bleibt es noch zu sagen, gönnt euch ein Abo oder was, bleiben. Bis zum nächsten Mal.